Und da sind wir wieder bei Digimon Masters Online. Kaijin und ich haben jetzt beide unsere Digimon auf Level 25 gebracht. Ich schalte sie jetzt extra live mit euch noch, mit den Evolotron frei. Da haben wir Mistimon. Zeige ich euch nochmal die ganze Evolutionsreihe. Dann haben wir hier Wizardmon. Und dann haben wir hier den tollen Mistimon. Ich guck mal, wo Kaijin gerade rumhängt. Da hinten beim Shop irgendwo. Hätte ich da vielleicht auch nochmal anhalten sollen? Hätte ich. Aber ich kann auch den ganzen Tinnef, was kein Mensch braucht, einfach wegschmeißen. Sind das hier unten 125er? Ja, wunderbar. Weg, was ist das? Braucht kein Mensch. Ebenso wie das. Hier haben wir noch eine Feuerdata. Nehme ich mal mit. So. Dann zeige ich euch mal, wo wir mit Mistimon jetzt bis Level 33 oder 35 trainieren. Das weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls nicht gegen den Garudamon. Ich finde Mistimon an sich richtig cool mit seinem Schwert. Also er wird von einer Kerze zum Zauberer zum Nahkämpfer. Das ist eine Digitationsreihe, die muss man nicht nachvollziehen, aber interessant ist er auf jeden Fall. Ja, hier hinten trainieren wir bei diesem komischen schwarzen Turm, bei dem Megadramon. Da, Megadramon, geben recht gute XP. Wie man sieht, bin ich jetzt ein Virustyp. Entschuldigung. Der Vorteil bei Megadramon ist allerdings, sie droppen auch Hatchable Eiers, das heißt, die man ausbrüten kann. Das heißt, so kann man schon mal gut verkaufen. Dann kann man, droppen die Gizu-Cards. Gizu-Cards kann man benutzen, um Evolutor zu bekommen. Das ist schon mal an sich nicht schlecht. Allerdings kann man die Gizu-Cards auch recht teuer verkaufen. Und so schlägt man hier praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Man levelt hier recht gut. Und man bekommt Geld, wenn man dann den Glück hat und ein paar Gizumon-Cards bekommt. Wie man sieht, habe ich jetzt gerade nicht so das Mega-Glück da. Da ist ein komisches Riesen-Digimon. Ich weiß nicht, was es ist. Kannst du Deutsch? Sieht so aus, wa? Aber er fragt Kaijin und nicht mich. Wenn er Kaijin fragt, ist mir das egal. Brauche ich nicht antworten. Ja, ich trainiere jetzt hier immer neben das Champion noch ein bisschen hoch, weil noch ist Mistimon zu schwach, um das hier alleine auf Dauer zu schaffen. Oder was heißt zu schwach? Aber die F2-Attacke ist halt auch nicht schlecht. Dann mache ich das halt so. Und dann muss ich aufpassen, dass ich sterbe. Schnell zu Gizumon. Zu Mistimon, legitim. Gizumon, weil er gerade Gizumon geschrieben hat. Dann greife ich hier an. Dann. Ja. Warum in seiner Party? Naja, geh ruhig. Ich kann das ja auch alleine machen. Er wird mich zwar jetzt gar nicht hören, aber ich kann ja auch kurz alleine leveln. Nur ein bisschen abhauen, dass mich die Liederteile nicht angreifen. Und immer schön. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Schnell mal eine AP-List schlucken. Okay, das hätte ich auch noch so. So, kann er ruhig machen. Ich greife dann weiter die Viecher hier in der Zeit an. Und ja. Ich denke, ich werde dann die nächste Aufnahme erst machen, wenn wir weitergegangen sind. Also ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass ich hier noch eine Aufnahme zeige. Wie gesagt, die wichtigsten Fakten habe ich gesagt. Man kann hier Gizumon-Karten bekommen. Man kann hier die Eier zum Hatchen bekommen. Ich glaube, das sind Mishanorimon-Eier. Ja, Mishanorimon dürfte das sein. Und das war es eigentlich am wichtigsten Informationen. So macht man super Geld und bekommt ebenfalls 4 XP. Kann ich nur wiederholen. Würde ich also empfehlen, ihn hier dann weiter so zu trainieren. So.
Fragt da jetzt noch jemand anderes? Ich dachte, Cajun soll ihnen helfen. Okay. Ist ja lustig. So, jetzt digitiere ich wieder zu Mystimon. Und das geht ja mal so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich muss kurz nochmal gucken, wie dieses Mega-Level heißt. Dynasmon. Ich habe gerade überhaupt keine Vorstellung, wer eigentlich Dynasmon war. Ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Nur keine Ahnung, wer. Deswegen haue ich jetzt erstmal hier so weiter. Ich benutze jetzt erstmal keinen XP-Booster mehr. Weil solange... Hilft Kaijin mir wieder? Ich frage. Scheint so, als hätte der echt jetzt den anderen genommen, anstatt Kaijin zu nehmen. Dabei kann Kaijin so super helfen, besonders mit seinem 65er Alpha-Mann Oriyuken. Da sieht Gizumon alt aus, weil Gizumon sieht ja schon gegen meinen 45er Oriyuken nicht so standhaft aus. Okay. Wenn er will, hat er Pech. Weiß zwar nicht, was der andere für ein Digimon hat. Aber ich weiß, dass mein Paladin selbst mit den Gizumon Football spielt. Aber egal. Was soll's. Ist nicht mein Problem. Also seht ihr da, er hat gerade so eine Gizumon AT-Monster-Karte bekommen. So, jetzt digitiere ich mal wieder zu Kendenmon. Und das erste Level haben wir hier auch schon fast geschafft, wenn ich... Ja, okay, 65% ist nicht gerade das erste Level. Oh, das war knapp, das war knapp. Er hat schon wieder eine Gizumon-AT-Karte. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass er jetzt wieder weiter levelt, benutze ich jetzt meinen nächsten XP-Booster. Und... Ja... Das dauert hier auf jeden Fall jetzt ein kleines bisschen. Das geht leider nicht mehr so fix. Aber was soll man machen? Die Level fallen leider nicht vom Himmel. Auf jeden Fall mit Mystimon. Dauert die sogar schneller um als Wissamon und Kendemon. Kendemon, klar, aber. Bei Wizardmon hätte ich gedacht, der kann da noch einigermaßen mithalten. Anscheinend nicht so. Weil, ja, wenn ich schon sehe, wie viel Schaden da noch so ein normaler Schlag macht. Mich wundert halt gerade nur... Was wundert mich denn? Ja, Mystimon macht ja fast mit normalen Schlag mehr Schaden als mit seinen Special-Attacke. Also ich finde das Digimon da zwar echt hässlich, was er da hat, aber ich möchte wissen, was das ist. Er hat schon wieder eine Gizumon AT-Karte. Guck mal, ob wir den Channel wechseln, weil hier ist das... Na, geht eigentlich von der Voll. Ich sag mal 0 an. Gehen wir nach 0. Vielleicht ist da weniger los. Dann können wir da, auch wenn hier nur wenig 1 oder 2 rumlaufen, so schnell spawnen die Teile jetzt nicht, dass man sagen kann, dass es okay ist. Wenn man in einer Party ist, ist es natürlich noch besser. Aber hier laufen halt zu selten Leute rum und zu wenig, die eine Party haben wollen. Deswegen... Lieber Channel wechseln. Wahrscheinlich haben die selber schon eine Party. Kaijun steht da hinten rum und haut da weiter. Jetzt ist gleich mein Mystimon Level up. Auf Level 26. Okay, ich sag's mal so. So lange hat es jetzt nicht gedauert. Vielleicht 8 Minuten oder so. Weil ich habe jetzt am Anfang der Aufnahme ein bisschen gelabert, bla 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 und so. Hingelaufen. Einmal, nee, gestorben bin ich nicht.
Aber egal. Ich finde, das geht recht zügig hier halt. Und dadurch, dass der nette Nebeneffekt, dass man hier halt Geld verdient, ist halt nicht so schlimm an der Geschichte. Erst nochmal ein Brot. Und immer weiter. Warum ich eigentlich Rockdaten farme, das liegt nur an Pornchessmon, weil ich Pornchessmon haben möchte. Sonst wären mir die ganzen Eier hier egal. Sonst würde ich wahrscheinlich nur die kaputten aufsammeln und das war's. Und gegebenenfalls die Gizu-Karten. Aber wie man sieht, habe ich bei den Gizu-Karten immer Pech. Immer. Eigentlich kann ich auch erstmal ein bisschen Brot hier verschwenden, weil Brot benutze ich so selten eigentlich. Obwohl bei den Uriyuken-Modus benutze ich das Brot mal öfter. Aber während der Aufnahme kann ich das dann auch machen, so lange geht die ja jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir schon sein erstes Skill-Level erreicht. Nee, den Lila möchte ich ungern angreifen. Obwohl, könnte ich machen. Gehe ich aber von Candlemon aus daran. Nun sind das nämlich die ersten 9%, dann greife ich nämlich noch mit F1 an. Und schon sind 20% bei ihm weg. Dann digitiere ich zu Wizardmon. Wenn ich dann erstmal Wizardmon bin, kann ich wieder eine F2 machen, die ja deutlich mehr Schaden macht. Und das dürfte ich sogar noch mit Wizardmon schaffen. Sage ich ja. Aber viel mehr hätte der jetzt auch nicht haben dürfen. Das wäre nach hinten losgegangen. Jetzt gehe ich wieder auf Mystimon und hau das wieder hinten. Und ich würde sagen, so in den Kampf mit Mystimon gegen Megadramon beende ich die Aufnahme. Wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Gebiet wieder. Mal gucken, welches Level ich dann bin oder wir dann sind. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Schaut mal wieder vorbei.